er war der hohe König der Äthiopier oder Feldhauptmann aus Susa in Persien, wo sein Vater Tetonus Statthalter und Günstling des assyrischen Königs Teutamus und Priamus selbst dessen Vasall gewesen sein soll. Kam er, durch das Geschenk eines goldenen Weinstockes, von seinem Oheim Priamus, den Trojanern im 10. Jahr des Trojanischen Krieges kurz nach Hektors Tod mit einer großen Flotte zu Hilfe. Dies geschah nach einigen, mit so vielen Truppen von Indern und Äthiopiern, dass die Landmacht derselben nicht zu übersehen war, die übrigen aber unter seinem Admiral, dem Phalas, zur See beinahe eine gleiche Macht ausmachten. Andere setzen sein Heer nicht höher, als auf 10.000 Susia, ebenso viel Äthiopier und 200 Streitwagen. Bei Quintus von Smyrna kommt Memnon zu einem Zeitpunkt nach Troja, unmittelbar nach einer Auseinandersetzung in der Ratsversammlung, zwischen Polygmas, Helena und Priamos, welche sich darum handelte, ob der Äthiopienkönig noch etwas auszurichten vermag. Als daher Memnon, der hohe Sohn der Eos, angekommen war, ehrte der König ihn und die Seinen durch die herrlichsten Gaben und Festmahle. Wie es unter Anführern üblich ist, führten die beiden gegen Ende des Abendessens einen Austausch von glorreichen Kriegsgeschichten und Heldentaten. Memnons Erzählungen bewegten Priamos dazu, den Äthiopienkönig als Trojas Retter zu verkünden. Trotzdem ist Memnon sehr bescheiden und warnt, dass sich seine Stärke in der Schlacht auch hoffentlich zeigen werde, gleichwohl er glaubt, dass es unklug ist, sich am Abend zu rühmen. Vor dem nächsten Tag des Krieges, so groß war die Liebe des Gottes zu Memnon, gebietet Zeus allen anderen Olympiern, sich nicht in den Kampf einzumischen. Im Kampf erschlug Memnon die Pylianer Eurytus, Pheron und Antilochos, des Nestors Sohn, als dieser seinen Vater verteidigte und dabei auch den Freund des Memnon, Althops, tötete. Nach Rache suchend, versucht Nestor Memnon zum Kampf zu stellen, dieser besteht jedoch darauf, dass es nicht angemessen sei, gegen einen alten Mann zu kämpfen, und achtet Nestor so sehr, dass er den Kampf ablehnt. In dieser Weise ist Memnon als sehr ähnlich dem Achilles zu sehen. Beide haben starke tugendhafte Werte, die Ideale in der kriegerischen Kultur dieser Zeit. Als Memnon die griechischen Schiffe erreicht, bittet Nestor Achilleus einem engen Freund Antilochos ihn zu stellen und seinen Sohn zu rächen. Was zur Konfrontation der beiden Männer führt, die beide göttliche Rüstung von Hephaistos tragen, einer weiteren Parallele zwischen den beiden Kriegern. Aber Eris nun neigte die fatale Waage des Kampferschicksals der Kerostasi, die nun nicht mehr ausbalanciert war. Schließlich sticht dann des Achilles Schwert, unter dem Brustbein des göttlichen Memnon, deutlich durch seinen Körper, die dunkelblaue Klinge gänzlich hervor, was seine ganze Armee in Schrecken fliehen lässt. Dann flohen die Trojaner, von dem verfolgenden Achill wie von einem Orkan gejagt, während er seinen Myrmidonen den Leichnam zum Berauben überließ. Nach Memnons Tod war Zeus durch Eos Tränen, die jeden Morgen als Tau vom Himmel fielen, so bewegt, dass er ihm Unvergänglichkeit gewährte. Aus der Asche seines Scheiterhaufens ließ Zeus eine Schar Vögel sich erheben, die Memnoniden, die sich alljährlich über den Totenhügel bekämpfen. Seine Mutter soll seine Überbleibsel gleich hinweggeführt und zu Susa begraben haben.
An dem Ort, wo er begraben worden ist, soll ein Fluss entstanden sein, welcher Paphlagonios hieß, und alle Jahre an dem Tage seiner Entleibung mit Blute geflossen. Sein Grab soll sich nach anderen in Galiläa am Fluss Belus, unweit Ptolemais, ach Simonides beim Fluss Bada, in Syrien befunden haben. Nach gewöhnlicher griechischer Tradition befand sich das Grab des Memnon durch Priamo an der Mündung des Flusses Sisypos am Ufer des Hellespont, mit dessen Wasser die Memnonsvögel ihre Flügel benetzten und damit den Platz seines Begräbnisses jährlich besprengt haben sollen. Musik.